Guten Morgen, verehrte Freunde meines Kanals auf YouTube und Facebook. Ja, zu dieser Veranstaltung gehe ich gleich. Wir haben heute Samstag, den 22. Liebe Sportkameraden, Sportkameraden, ja, herzlich willkommen. Oder bisher Cricket in Düsseldorf gespielt. Nun können wir das auch hier machen, dank eurer Initiative natürlich. Wir von Gersensport haben das natürlich sehr interessiert aufgenommen. Baranowski. Lieber Herr Deibel, Recht, meine Damen und Herren, Politik. Liebe Cricketspieler, in meinem Büro steht seit, ich glaube es sind jetzt 2 Jahre, ein Sportgerät. Ich habe in meinem Büro nur ein Sportgerät stehen und das ist ein Sportgerät, das sieht genauso aus. Dieser Schläger, den Sie da in der Hand halten, den haben Sie mir mal geschenkt, als ich das erste Mal zu einem Cricketspiel auf der Sportanlage an der Fürstinstraße war, der Sportanlage vom VfB. Cricket ist in Gelsenkirchen ja eigentlich kein Sport, den wir aufgewachsen, groß geworden sind. Klar, Fußball, Schwimmen, Radfahren, alles das in Gelsenkirchen zu Hause. Cricket ist eher was für uns Neues. Und ist in diese Stadt gekommen, als ganz viele Menschen auf der Flucht waren und hier nach Deutschland kam, auch nach Gelsenkirchen. Wir haben angefangen zu spielen, zu trainieren. Das war noch ein bisschen haben sie als Verein gegründet und seit April spielen sie ja auch in der Liga und dann gehört am Ende, wenn man schon in der Liga spielt, auch ein richtiges Cricketfeld dazu. Ich habe gelesen, dass es einen solchen Pitch und das, was man dafür braucht, in Deutschland gar nicht gibt, muss in England geschafft werden. Also der Brexit lässt grüßen, wir dann nach England müssen in Aus-Einrichtung für einen Pitch zu besorgen. Das haben wir dann getan, das hat der Revierpark getan, hat Gelsensport getan. Und da musste das Ganze organisiert und eingerichtet werden. Das haben sie in Eigenleistung getan. Wir haben das selber in die Hand genommen und selber organisiert. Und ich finde, das ist bemerkenswert, weil das Ergebnis ist, der Daniel hat gerade gesagt, dass dieses Cricketfeld im Ruhrgebiet einmalig ist und das will schon was heißen. Und weder die Dortmunder haben es, noch die Essener haben es, wir haben es. Das finde ich auch bemerkenswert.
Ihnen herzlichen Dank, dass Sie das selber organisiert haben, dass Sie das selber in die Hände genommen haben. Ich will ganz herzlich auch dem Revierpark und Gelsensport danken, die das ermöglicht haben. Gelsensport mit Geld, der Revierpark mit Fläche. Ohne diese drei starken Partner wäre das nicht so passiert. Und jetzt wünsche ich Ihnen natürlich, dass Sie mit dem, was Sie jetzt hier haben, am Ende auch erfolgreich sind, weil am Ende wollen wir natürlich auch Sieger sehen. Ich glaube, heute Abend wird es eher schwierig mit so einem Sieg, auch beim Fußball. Aber wenn das schon nicht funktioniert, dann setzen wir wenigstens auf Cricket-Spieler. Ihnen weiterhin viel Spaß bei diesem Sport, den Sie uns ein bisschen erklären müssen. Ich habe beim letzten Mal schon versucht, es zu verstehen. Es ist nicht ganz so einfach. Aber beim Zugucken geht das dann deutlich leichter. Ich wünsche viel Erfolg dabei, weiterhin viel Freude. Nochmal herzlichen Dank an Gelsensport, an Revierpark Mühlenhausen und an Sie, dass Sie das jetzt hier auf den Weg gebracht haben. Ihnen allen herzlich willkommen. Sehr geehrter Daniel, sehr geehrter Braunowski, sehr geehrter Herr Daniel. Als ich das erste Mal von dieser Idee gehört habe, Cricket im Revierpark Mühlenhausen, war ich eigentlich sofort begeistert. Es hat dann ja auch gar nicht lange gedauert, bis wir das positiv entschieden hatten. Das waren ein, zwei Gespräche. Ich habe auch sofort gesagt, das passt wie die Faust aufs Auge hierhin, gibt es hier noch nicht. Und ich fühlte mich an etwas erinnert. Ich habe ein Jahr im Ausland in England studiert und da hat man immer Cricket auf dem Rasen, im College-Rasen gespielt. Ich habe es nie verstanden. I never understood Cricket. We all hope here that you will show us how Cricket really works and how fascinating it is. And I wish you all the best with this Cricket playing field here. Enjoy it. Thanks a lot. Herzlichen Dank und vielen Dank. Liebe hier Bürgermeister, Oberbürgermeister, liebe hier Daimann, liebe hier Hirsch, liebe Gäste. Im Namen des Cricket-Teams möchte ich Sie herzlich begrüßen. Vielen Dank für das Speech und das Cricket-Feld. Wir freuen uns alle sehr. Vielen Dank. Wir machen ein Foto hier nochmal. Auch bitte nach vorne. Kurz noch Hallo und guten Tag sagen. Als kleiner Organisator für das Cricket-Team vom VfB Gelsenkirchen, ich würde jetzt die Verantwortlichen, den Herrn Daimel, Herrn Hecht und auch den Herrn Oberbürgermeister bitten, mit einem symbolischen ersten Schlag oder auch mit einer Ballübergabe auf dem Pitch einmal das Pitch auch offiziell nochmal seiner Funktion zu übergeben. Wir haben noch einen ganz besonderen Gast heute. Und zwar von der Nationalmannschaft, über den deutschen Fußballverein hat auch den Trainer. Und der Vizekapitän hier. Wir haben auch. On behalf of Cricket. Das ist auch gleichzeitig ein Geschenk an Sie. Ja. Und jetzt würde ich einfach mal den Herrn Oberbürgermeister bitten. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Mit unseren beiden Spielern einfach mal den ersten Ball spielen. Und hier, der Oberbürgermeister. Der Oberbürgermeister, den Ball einmal soft spielt, okay? Als Single Backboard, okay? Oh!
So, und für die Herren und für die Damen natürlich auch einmal und für die Gäste auch, wer also sich einmal jetzt mit dem Cricketsport beschäftigen möchte oder befassen möchte, der darf das gerne auch einmal tun. Wir haben Spieler mit Schläger, wir haben Spieler mit Bälle, die Ihnen das gerne auch einfach mal nochmal zeigen. Wir werden gleich im Anschluss noch einmal ein kleines Spiel machen und während des Spiels würde der Trainer und ich Ihnen gerne über das Mikrofon auch noch so ein oder andere Erklärungen einfach zu dem Cricket-Spiel und zu den Regeln erklären möchten. Okay? Dankeschön. Out. Deswegen out, ja. Leute, auch weg. Ja, das ist ein Regel. Ja, das ist so, wie ein Cricket-Regel das. Oder vielleicht ist werfen, haben, so, dann. Ich mag so, das Ball kommt direkt hier. Ball kommt direkt rein und dann ist es out. Und ich mag direkt den Schläger hier, vielleicht draußen geht direkt raus, 6 Punkte. In den Boden gehen, 4 Punkte. Oder hier kommt, wir laufen 1 Punkt oder 2 Punkte. Ja. Und derjenige, der wirft? Ja. Muss der hart werden? Ja, das ist hart. Aber das Ziel ist, dass er hier, dass die Frage ist. Ja.